Seit über 25 Jahren schon hat der NABU in Bocholt die Natur im Blick und setzt sich für sie ein, wenn der Mensch sie mal wieder aus den Augen verliert. So ermuntert der NABU derzeit etwa Hausbesitzer, in ihren Gemäuern Platz für Fledermäuse zu schaffen und so auch in Zeiten der energetischen Sanierung kleine Schlupflöcher für den Erhalt der heimischen Nachtfalter zu schaffen. Zum Glück machen da schon einige Bocholter mit. Der Rat der Naturschützer wie Rudolf Solier ist hier durchaus willkommen, zumindest im Großen und Ganzen. Bocholt ist eigentlich immer eine grüne Stadt gewesen. Wir haben eigentlich immer einen grünen Gürtel gehabt, haben dann leider in den letzten Jahren feststellen müssen, dass aus verschiedenen Gründen Altholzbestände reduziert wurden, zum Beispiel im Langenbergpark, auch an vielen Alleen, Straßenbäume. Die Altholzbestände sind zurückgeschnitten worden. Heckenpflege ist wichtig und notwendig, aber da sind wir mit der Stadt in Kontakt und sind auch mehr oder weniger, haben Einfluss nehmen können, dass man sich wirklich auch mehr Gedanken macht, um die Sache optimieren zu können. Also es werden in bestimmten Bereichen die Pflegearbeiten mit uns abgestimmt und auch optimiert. Meistens jedenfalls. Nicht selten aber sind die Vorhaben schon mitten in der Planung, bis man die Meinung der Naturschützer fragt, beklagen sie sich. Ein Zurück gibt es dann nicht mehr. Besser klappt es da mit den Landwirten. Es gibt zum Beispiel sehr viele Maisfelder in bestimmten Bereichen. Das ist natürlich nicht gerade ein Vorführeffekt, den die Naturschützer gerne haben möchten. Aber in Gesprächen mit der Landwirtschaft hat man also auch da Kontaktmaßnahmen, dass man wirklich feststellen kann, man kann mit den Landwirten sprechen, dass man vielleicht da eine Erweiterung der Naturschutzgebiete mit denen bespricht, was wir als Naturschutz planen und dass man das mit der Landwirtschaft abstimmt. Dass man nicht nur von oben drauf irgendwie was bestimmt, sondern wir möchten gerne im persönlichen Gespräch mit den Landwirten dafür sorgen, dass die Tendenz positiv zum NABU hin und zum Naturschutz hin positiv auswirkt. Und das ist in den letzten Jahren deutlich zu erkennen. Auch das große Interesse am dritten Sommerfest des NABUs mit knapp 20 weiteren Vereinen freut die Naturschützer. Wir haben hier heute Gewässeruntersuchungen gemacht, wir haben Exkursionen, in denen wir den Bocholter Aasee und die Natur im Umfeld ein bisschen dargestellt haben. Und wir freuen uns, dass also auch überall in Rehde, in Isselburg und auch jetzt derzeit wieder in Bocholt neue Kindergruppen und auch von der Bevölkerung das Interesse an uns herangetragen wird, dass wir intensiver die Jugendarbeit und die Naturschutzarbeit für Jugendliche und Kinder interessanter gestalten. Wer auch einmal selbst oder mit Kindern mit dem NABU auf Expedition gehen möchte, findet Infos unter nabu-borken.de.